So, Freunde, es sind jetzt 2 Tage vergangen. Ich habe es 2 Tage stehen lassen, hatte gestern keine Zeit. Aber in der Regel reicht es, 24 Stunden stehen zu lassen. Ihr seht vielleicht hier am Rand. Und zwar ist es da nicht rausgelaufen, wo ich abgedichtet habe, sondern hier an den Kanten. Eigentlich mehr oder weniger nur hier. Ja, und da ein bisschen, da könnt ihr es auch sehen. Da war es doch nicht ganz dicht. Also schaut, dass es, ich sag mal, so gut wie hundertprozentig dicht ist. Okay, habe mir jetzt angerührt nochmal 450 Gramm Harz, und zwar 300 Harz und 150 Gramm Härter. Ich habe da jetzt ein bisschen einen Lüfter reingemacht und dadurch scheint es jetzt ein bisschen trüb zu sein. Aber das wirkt sich in der Regel nicht aus, bleibt trotzdem glasklar. Okay, was ich jetzt machen werde, ich schütte jetzt nochmal eine zweite Ebene rein, so dass es praktisch dann mehr oder weniger immer dreidimensional wirkt dann auch. Und setze dann noch ein paar Sachen rein. Ich habe hier noch was gefunden, vielleicht so Bändchen noch, einfach dass es bunt und schmuck aussieht. Hier nochmal so, ja, wie soll ich sagen? Keine Ahnung, was das sein soll, wie so eine Blüte halt. Okay, lasst uns erstmal ein bisschen reingießen. Möchte das ja ein bisschen dreidimensional aufbauen. So. Wie gesagt, ihr könnt euch vorher schon die Sachen festkleben, wenn ihr möchtet. Gerade wie gesagt auch wieder mit diesem Heißkleber. Möchte ich jetzt aber eigentlich nicht machen, da ich jetzt praktisch eine zweite Schicht etwas höher setzen möchte. Wie gesagt, durch diese Dreidimensionalität. So, ich denke mal, ich mache alles rein. Ihr merkt vielleicht, wenn ihr es seht über die Kamera, dass es etwas blubbert. Das ist dieser sogenannte Entlüfter, der dann sich von alleine auch entlüftet. Gerade wenn man ein bisschen dickeren Höhen macht oder dickere Schichten macht. So, jetzt werde ich es nochmal kurz ein bisschen mit dem Heißluftföhn. Ihr könnt es auch mit dem Brenner, wäre ich halt vorsichtig, also mit offenem Feuer durch die Blüten. Deswegen mit dem Heißluftföhn auch trotzdem nochmal entlüften. Nur nicht zu viel. Oh, was ich auch noch habe. Ich habe mir ein paar Steinchen von meinem Garten geholt. Solltet ihr theoretisch etwas abwaschen, sauberer machen, wenn ihr es richtig machen möchtet. Jetzt passt auf, ich mache das aber. Mal sehen, wie schwer das sind, ob die reinfallen. Oder ob die oben liegen bleiben, wenn sie leicht sind. Weil dann geben sie auch einen leichten Schatten nach unten. Gerade zum Rand hier. Von diesem sogenannten Flussbett. Bin ich mal gespannt. Kann natürlich auch im Fluss sein. Das sind recht leichte Steine, muss ich sagen. Aber sie fangen an zu sinken. Ja, passt schon. Sie liegen ja nicht ganz auf dem Boden, da ich ja schon mal eine erste Schicht gemacht habe. Werde ich vielleicht später nochmal eine Schicht machen mit so Steinchen. Kann man da was drauf fallen lassen? So, hier habe ich einen größeren Stein. Dann setze ich jetzt mal hier hin. Der wird natürlich gleich einsinken, gehe ich mal davon aus. Wir schauen mal.
Ja, es sinken nicht alle ein, aber die werden wahrscheinlich nach und nach absinken. Okay. Das passt eigentlich schon. Man kann vielleicht jetzt, was ich vorher noch vorhatte, die hier, und zwar etwas eindrücken, aber die kommen natürlich wieder nach oben jetzt, weil die natürlich ziemlich leicht sind, weil es ja getrocknet ist. Ja. Ne, gefällt mir auch nicht. Er ist fast zu groß. Pass auf, ich nehme das wieder raus. Dann doch lieber dieses hier. Die gefallen mir sehr gut. Wie gesagt, diese Blüten und diese grüne hier finde ich eigentlich cool, gar nicht so schlecht. Natürlich aufpassen, dass man es nicht so überlagert, dass nicht zu viel wird einfach. Und die kippt natürlich etwas um. Setze ich den Rand hin und bleibt sie liegen. Wie gesagt, sonst müsst ihr es einfach vorher abkleben. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ja, komm, das passt. Ich denke mal, arg viel mehr sollte man gar nicht machen. Wie gesagt, wir machen noch ein paar Schichten und nicht zu überlagern. Ich denke aber mal, dass ich das nächste Mal diesen Lüfter wieder weglasse. Gefällt mir nicht ganz so toll jetzt bei so einer Blumenschicht. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch ein bisschen etwas entlüften kann. Ohne dass man alles wegschwimmt. Na, das lassen wir so. Okay. Dann haben wir die zweite Schicht. Man sieht auch, ich kann es euch vielleicht nochmal jetzt von da anzeigen, also nicht erschrecken, da hat es ein paar Luftblasen noch drin. Aber dann seht ihr vielleicht schon mal die Schatten von den Steinen, weil die ja nicht ganz am Boden liegen. Dann mache ich noch ein paar Steine bei der nächsten Schicht auch nochmal rein, das sieht jetzt vielleicht auch nochmal besser aus. Okay, ich zeige euch kurz mal von daheim und dann war es das schon wieder. Dann warten wir wieder 24 Stunden und machen die nächste Schicht drauf. Okay. So, jetzt mal von daheim. Könnt ihr hier mal schauen, wie die Steinchen, also hier jetzt auch zum Beispiel, weil die nicht ganz unten auf dem Boden liegen, dann lässt schon leichten Schatten werfen. Ja, das passt schon. Wie gesagt, man muss aufpassen, weil Schicht für Schicht was dazu machen. Aufpassen, dass man es nicht zu überlagert. Okay, dann würde ich mal wieder sagen, einen Deckel drauf. Ich habe hier das Plastik, wo beim Rahmen dabei war. Und dann bis morgen. Jetzt der dritte Tag. Ich habe hier noch ein bisschen Glitzer, um einfach ein bisschen Farbenspiel noch reinzubringen. Das sind so kleine Steinchen aus dem 1-Euro-Laden. Mal schauen, ein bisschen was reinmachen, einfach nur, damit es etwas mehr glitzert. Haben jetzt diesmal 300 Gramm angerührt. Gar nicht so viel. Und machen wir die Abdeckung ab. Da sieht man es auch. Okay. Ja, passt. Also gut. Nochmal vielleicht zur Sicherheit etwas umrühren. Diesmal ohne irgendwas drin. Hat natürlich viele Bläschen wieder drin durchs Umrühren. Okay. Das ist einfach schon mal drüber laufen. Ja, heute haben wir viele Bläschen drin, sehe ich gerade.
nochmal am Rand die Kanten gleich mit. Gut. Okay, ja, das passt doch. Gut, wieder etwas die Luft ein bisschen rausholen. Oh, es dampft schon. Ja, ich habe ziemlich viele Luftbläschen drin, warum auch immer dieses Mal. Aber denk mal, der Rest entlüftet sich dann auch selber noch. Okidoki. Denk mal, das Rosa passt zu diesen rosanen Blüten. Blau habe ich jetzt nicht, aber das machen wir als Kontrast einfach ein bisschen. Wenn ich es aufbekomme mit den Handschuhen. So. Ihr seht eigentlich, dass die ziemlich durchsichtig sind, nur etwas schimmern. Und mal schauen, wie tief sie reinfallen. Ob sie ziemlich absinken oder können wir auch mal eine an die Blume reinmachen. Zack. Ja, Blume, was auch immer das ist. Aber es sind ganz leichte. Und ich glaube einfach, dass die nicht so schnell sinken, aber habe ich bei den leichten Steinen auch überdacht. So, das reicht glaube ich schon. Nicht so viel wie der Timo. Schön wieder einpacken. Na gut, okay. So ist die Verpackung auch. Das heißt, ich mache das Ganze ab. Das fülle ich nachher dann um in ein Becherchen. Ja, das ist immer noch recht durchsichtig. So. Nicht so nah zusammen. Mal gespannt, ob das überhaupt wirkt. Leben ein bisschen. So, ich denke, das reicht. Ah, nicht zusammen. Gut. Hallo? Wieder sind die aufgeladen oder irgendwas? Ja, genau. Ja, mit Handschuhe arbeiten ist immer so eine Sache. Oh. Irgendwie kleben die wie aufgeladen. Aber gut.
Passt mal auf. Ja, ich weiß nicht, ob ich grün machen soll. Nee, ich glaube, ich lasse es. Sonst wird es zu viel. Das lassen wir jetzt einfach mal. Was ich jetzt versuchen wird, nochmal zu erhitzen. Weiß es nicht, habe ich zu lang gerührt, zu kurz gerührt. Aber gut, da sehe ich noch ein Härchen drin. Wenn ich schon gleich sehe, dann kann man es auch gleich rausmachen. Okay. Ansonsten lasse ich die Schicht erstmal so. Wie gesagt, man muss ein paar Schichten machen, weil der Rahmen natürlich so hoch ist. Ja, 4-5 Zentimeter. Dadurch braucht man natürlich auch einiges an Harz. Aber jetzt schauen wir mal. Nee, macht diesmal gar nicht mehr viel. Und dann lassen wir es wieder trocknen. Dann bis morgen. Hallo zusammen, jetzt der nächste Tag wieder. Also ich weiß nicht, ob ihr es so richtig erkennen könnt, aber ich finde es richtig cool. Das sieht fast aus wie so Tropfen. Und da schauen wir mal, dass wir da vielleicht nächstes Mal auch was anderes machen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Steinchen. Das sind Natursteine. Die sind aber auch vom Pixhaus damals gewesen. 2 Euro. Und hab so blaue. Mal sehen, was ich reinmache. Hab jetzt hier noch das Harz nochmal 300 Gramm angerührt. Also jetzt sind wir eigentlich schon bei 1,5 Kilo. Ja, eine Packung ist jetzt schon leer, weil das war mit 1,5 Kilo. Okay. Dann schütten wir die nächste Schicht drauf. Wir müssen halt alles so voll bekommen, damit alles bedeckt ist. Da brauchen wir noch, ich sage mal, ein, zwei zusätzliche Schichten. Diesmal auch wieder einiges an Blasen drin. Ah, da hinten ist noch nicht viel. Okay. Also die Blume ist jetzt schon so gut wie bedeckt. Die hier noch nicht ganz. Und da dieser, keine Ahnung, rundes Teil, was das ist. So. Nochmal die Bläschen entfernen. Also bei mir ist auch nicht hundertprozentig immer, ihr müsst es dann viel mehr erhitzen. Bei mir ist nur, ich gebe es offen zu, mein kleines Gasfläschchen, der kleine Gasbrenner, ist mir das Gas ausgegangen, ich muss erst Gas nachkaufen. Darum mache ich es jetzt auch mit dem Heißluftföhn. Okay. Aber das geht auch. So. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass es nicht so viele Luftblasen hat pro Schicht. Weil sonst natürlich das irgendwann mal wie so trüb vorkommt. Aber es soll jetzt einfach auch wieder, wie gesagt, für immer für euch, für Inspirationen dienen. Damit ihr das auch mal nachmachen könnt oder ausprobieren könnt oder einfach euch Ideen davon tragt.
Steinchen einfach jetzt, die glänzen sogar ein bisschen, einfach noch ein bisschen mehr Natur reinzubringen. Schauen wir mal, was wir da machen. Vielleicht gerade auch die hellen Steinchen. Dass wir die vielleicht am Flussbett Nähe machen. Also braucht sich auch keiner beschweren, aber mit Handschuhe, weil ich keine Handschuhe anhabe, mit Handschuhe ist es, dass die Steinchen immer an die Handschuhe festkleben. Zumindest die ganz leichten Steinchen. Deswegen habe ich jetzt mal ohne Handschuh. Aber ich komme dieses Mal auch eigentlich nicht mit Harz in Berührung. Eigentlich sage ich immer, wer weiß, ob doch noch was passiert. Da noch ein hellen Stein. Jetzt vielleicht noch ein paar kleine von diesen grauen. Na, das war auch wieder ein weißer. Also ich schaue halt auch immer, dass ich die nicht gerade da reinsetze. Gerade sage ich es. Gerade habe ich gesagt, wo diese anderen Blumen sind, damit man wirklich noch was sieht von diesen. So. Und hier kann ruhig auch mal einen am Rand liegen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ein paar kleine vielleicht. Und ihr merkt jetzt einfach, die stehen ja auch in der Luft eigentlich, also so sieht es zumindest aus, weil sie ja nicht ganz unten am Boden angesetzt sind. Und da finde ich, das ist das Schöne daran, einfach dieses Dreidimensionale. Zack, ja, das reicht jetzt aber nicht zu viel, Timo. Sind schon gesunken alle, das passt. Kommt natürlich auch erst besser dann, wenn die nächste Schicht Harz drauf ist. Jetzt ist die Frage, mit diesen blauen Steinchen noch ein bisschen Effekt reinzubekommen oder lasse ich es weg? Ich muss aber jetzt auch sagen, und zwar wo ich die Schicht drauf gemacht habe, diese Glasperlen, wo ich davor drauf gemacht habe, fallen gar nicht mehr so auf jetzt. Da bin ich mal echt gespannt, ob man die später noch erkennen kann oder ob es einfach umsonst war. Okay. Komm, ein paar Dinge mache ich rein. Vielleicht einfach nur zu, damit es halt schön aussieht. Kann ruhig auf die Blumen. Vielleicht einfach auch in diesem Flussbett. Ich denke mal, je mehr man sieht oder nicht auf den ersten Blick gleich sieht, macht ja das Bild oder auch jedes Bild interessanter. Wenn man da öfters hinschauen muss und was erkennt wieder. So. Ich denke mal, das reicht jetzt. Dann tun wir es noch ein bisschen entlüften nochmal, dass noch ein bisschen mehr die Bläschen ausgehen. So, meist entlüftet sich ja dann aber auch beim Trocknungsvorgang. Ich möchte nicht unbedingt wieder mit meinem großen Brenner drüber gehen,
Da ihr seht, ich habe ja hier schon etwas die Blume angesenkt, aber es funktioniert halt doch besser mit dem Brenner. Komm, ich mach's spaßeshalber. Ja, aber diese Glitzersteine kommen gar nicht schlecht, weil die erkennt man mehr wie diese Tropfen. Das gefällt mir jetzt. Ich mache da noch ein bisschen mehr rein. Ihr kennt ja noch diese Glassteine, was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, ob man sie wirklich noch sieht nachher. War ein Versuch wert, wie alles. Nur durch Probieren lernt man, wie gesagt. Aber die dürfte man dann schon erkennen. Okay, nicht so viel. So, ich probiere es nochmal mit dem Brenner leicht. Raucht schon wieder. Ist natürlich gefährlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, man bekommt die Luftbläschen schon besser raus. Okay. Ja, da sieht man schön dieser Stein. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Komm, ich kann es euch ja nochmal von nahem zeigen, dass der richtig in der Luft hängt dann. Ich hole euch mal her. Schraube euch mal ab. Seht ihr hier diesen Stein? Das sieht man halt schon richtig, dass der in der Luft hängt. Ich denke mal, das ist das Faszinierende dann. Okay. Also gut, dann nächster Tag. Einen Tag wieder trocknen lassen. Dann denke ich mal noch maximal zwei Schichten. Vielleicht mache ich auch nochmal eine dickere Schicht. Aber ich denke mal, wenn wir es richtig machen möchten, zwei Schichten. Das heißt, eine Schicht nochmal, dass wir es bedecken gut. Vielleicht mache ich da noch was rein. Lass mir noch was einfallen. Und dann ziehen wir einfach nochmal eine Schluss. Decke drüber, eine saubere, und dann war's das. Okay, dann bis morgen. Hallo, bin zurück. Hab hier gestern noch zwei Blättchen reingemacht. Ich denke mal, das passt. Da war die nicht dabei, deswegen sage ich es. Hab jetzt hier nochmal 450 Gramm Harz angerührt. Machen wir jetzt mal eine dickere Schicht nochmal. Das ist jetzt auch etwas dünner und blasenloser, wie ihr seht. Ich habe das nämlich ein bisschen vorerhitzt. Und dann dürfte es auch besser gehen. Weil, wie gesagt, wenn es zu kalt ist, wird das Harz natürlich auch dickflüssiger. Okay. Mache jetzt hier mal nichts drauf, einfach nur eine oder nochmal eine klare Schicht. Ich habe mir lange überlegt, was ich mache. So, die Blume dürfte jetzt auch voll sein. Was so ein Schutz auch zu überladen, zu viel. Und zu viel möchte ich hier gar nicht machen. Ja, das gibt mir die Geschichte. Jetzt haben wir nämlich soweit fast alles voll, außer diese Blume hier, die steht noch etwas über. Das passt auch von der Höhe her vom Rahmen. Dann machen wir das noch zu bei der nächsten Schicht und dann haben wir es eigentlich. Gut, nichts vertropft. Gut. Okay. Kurz mal noch erhitzen, die restlichen Luftbläschen rausmachen.
Schauen wir mal, wie das aussieht. Bin echt noch im Überlegen, ob ich nicht noch Nee, ich denke, das passt, weil sonst wird es zu viel. Gut, kurz und schmerzlos. Abdecken zum Aussatten lassen. Und dann, ich lasse immer hier ein bisschen Luft. Mache das ja nur, dass keine Staubkörnchen und so weiter reinkommen. Okay, dann bis morgen und dann denke ich mal, morgen haben wir es fertig. Hallo Freunde, jetzt die letzte Schicht, dann denke ich mal, dann ist alles bedeckt und dann ist auch fertig. Ich habe jetzt in der letzten Schicht etwas UV-Stabilisator reingemacht, einfach damit es keine Vergilbungen geben kann, soweit. Das UV Licht praktisch, das heißt praktisch, das Harz kann ab und zu mal vergilben. Es ist zwar UV-stabil, aber ich will jetzt mal behaupten, dass kein Harz hundertprozentig UV-stabil ist. Aber ihr merkt es dann erst, wenn das mal ein Jahr in der Sonne steht oder sowas. Also deswegen nur zur Sicherheit. Okay. Let's do this. Sind wir zu? Ich hoffe, dass das Harz ausreicht, dass es alles abdeckt, weil sonst komme ich langsam an meine Grenzen hier. So. Müsste zu sein. Wenn ich auch nicht so schlimm, dann lasse ich es einfach. Ich schaue mal. Aber weil sonst komme ich auch an die Grenzen, dass ich langsam an die Kante rankomme hier. Und ich will ja nicht, dass es überläuft. Okay, Luftbläschen rausmachen. So. Denk mal, dass es so gut ist. Da habe ich jetzt hier an die Kanten, habe ich eine Spannung drauf. Das heißt, auf gut Deutsch eine Oberflächenspannung. Das kommt dann nicht so toll. Die probiere ich jetzt mal wegzubekommen. Warum das auch jetzt immer da kommt. Aber da fahren wir einfach einmal rum. Dann ist der ganze Rand bedeckt. Wird auch so als kleiner Tipp. Weil sonst kann es passieren, dass man wie so eine kleine Welle drin habt und das ja dann auch nicht so toll aussieht. So, dann haben wir das auch hinter uns. Okay, das wollte ich nicht, dass da irgendwas verschmiert. Gut ist, wird es danach noch mal etwas entlüften. Das heißt, noch mal kurz mit dem Heißluftföhn drüber. Und dann ist aber auch gut. Okay, ich denke mal, ja, ich bin drüber. Jawohl, ich sehe jetzt, ist zu, die Blume ist auch zu. Dann haben wir alles bedeckt. Dann zeige ich euch natürlich, wenn es ausgehärtet ist. Ein Tag, denke ich mal, jetzt wieder. Ich habe jetzt keine so dicke Schicht mehr drüber gemacht. Und dann passt das. Cool.
Mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Also es hat wirklich so dreidimensionale Sachen drin. Und ist da was Schönes auch. Etwas Buntes, aber nicht zu bunt. Alles klar, dann zeige ich euch, wenn es fertig ist. Bis dann. So, Freunde, jetzt ist es fertig. Lasst es auf euch einwirken. Vor allem von der Seite. Warte, ich lege es mal hin. Das mal hier von der Seite ein bisschen sehen. Einfach auch diese Dreidimensionalität. Und es ist jetzt alles zu. Okay. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Einfach mal was anderes, was Einfaches, wenn man es so sieht. Nur ein bisschen kreativ sein. Und dann passt es. Okay. Dann wie gesagt, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, dass wir da wieder herzaubern. Okay, tschüss, macht's gut.